Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es, neben mir liegt ein riesiger Stapel Klassiker. Und das liegt daran, dass wir uns gerade in der Klassikerwoche befinden, in der vierten Klassikerwoche, um genau zu sein. Und wenn wir ganz genau sind, ist es auch gar keine Woche mehr, denn inzwischen sind einfach so viele Leute dabei, dass wir einfach mal 3 Wochen mit Klassikern füllen, was ich total geil finde. Und ich persönlich habe diese Woche immer sehr gern verfolgt und hätte nicht gedacht, dass ich jemals Teil davon sein werde, aber hier bin ich jetzt und möchte euch natürlich auch zum Thema Klassiker bespaßen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich denn für ein Video mache, ob ich vielleicht ein Trial Chapter mache, ob ich meine liebsten Klassiker vorstelle. Aber was mir an der Stelle eigentlich ein viel größeres Bedürfnis ist, ist es einfach mal wirklich ganz allgemein über das Thema Klassiker zu sprechen. Und ich würde sagen, dieses Video wird auch relativ lang. Es wird eher ein Book Talk als ein wirklich thematisch nischiges Video zu sein. Das Einzige, was daran nischig ist, sind eben die Klassiker. Von daher holt euch einen Tee, meiner ist schon leer. Wir werden einiges zu besprechen haben und wir werden auch an einigen Themen vorbeikommen. Falls es euch ein bisschen zu viel ist, unten findet ihr in der Leiste auch kleine Abschnitte zu den Hauptthemen, die ich bearbeite in diesem Video. Aber ich dachte mir, es fällt mir einfach viel zu schwer, mich auf eine Sache zu beschränken. Ich finde, neben all den tollen Buchtipps, die wir in der Klassikerwoche bekommen, gehört es auch ganz essentiell zur Klassikerwoche dazu, dass man Lust aufs Klassikerlesen macht. Und das möchte ich hier ein bisschen thematisieren, aber an den Buchtipps kommt ihr natürlich auch nicht vorbei. Auch wenn ich festgestellt habe, dass ich sehr gut darin bin, Klassiker zu besitzen, aber manchmal mangelt es noch ein bisschen am Lesen. Nichtsdestotrotz sind eben einige Bücher von diesem Stapel auch gelesen. Ihr seht gerade im Bildausschnitt, glaube ich, auch nur die Hälfte des Stapels und dann habe ich auch noch ein paar Adaptionen, Graphic Novels dazu. Aber ja, keine Sorge, ich werde euch nicht jedes einzelne Buch hiervon vorstellen. Aber jetzt genug Vorgeplänkel, starten wir erstmal mit meinem allerersten grundsätzlichen Thema. Starten wir mit meinem Verhältnis zu Klassikern. Und ich würde sagen, mein Verhältnis zu Klassikern ist normal. Es ist jetzt nicht fürchterlich schwierig und ich habe auch wirklich oft Lust, Klassiker zu lesen. Darin ist Sophie, die die Klassikerwoche ja ins Leben gerufen hat, auch oft nicht ganz unschuldig. Und so haben sich immer mehr Klassiker angesammelt, aber natürlich greife ich nicht ständig zu Klassikern, denn ich finde, dass man für Klassiker einfach viel mehr Konzentration braucht. Das liegt ganz oft auch an der Sprache, gerade wenn entweder das Original oder die Übersetzung eben auch schon ein paar Jahrhunderte älter ist, ist es natürlich etwas Anspruchsvolleres, als wenn ich jetzt einen zeitgenössischen Unterhaltungsroman lese. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Klassiker einem einfach nochmal das gewisse Extra geben. Denn neben der Geschichte, die gerade erzählt wird, schwingt einfach noch ganz viel aus der damaligen Zeit mit. Das heißt für mich, ich kann einfach sehr viel mehr mitnehmen, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwas Zeitgenössisches lese. Das macht es natürlich manchmal auch ein bisschen schwieriger, denn wenn man nicht im Thema oder in der damaligen Zeit, an dem damaligen Ort drin ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, was da los ist. Und ganz oft helfen da einem Hintergrundinfos auch immens weiter. Man muss aber Lust haben, sich darauf einzulassen. Und das ist für mich immer so eine Gefühlssache. Ich muss gerade, ja, in der Laune dafür sein. Und deshalb lese ich jetzt nicht am laufenden Band Klassiker. Aber ich finde es super spannend, was man dadurch alles lernen kann. Und über Klassiker findet man ja auch so viele Hintergrundinformationen, sei es irgendwelche Dokumentationen, irgendwelche Artikel. Ganz oft sind in diesen Klassiker-Ausgaben auch irgendwelche Nachwörter drin, die wahnsinnig viel erklären. Es gibt oft auch Begriffserklärungen, weil gewisse Dinge einfach 200, 300 Jahre später einfach nicht mehr so bekannt sind. Und das finde ich daran unheimlich spannend. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der schreckliche Geschichtsfreak. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ja, das ist für mich einfach auch der Zauber, den Klassiker ausüben. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich habe da gar keine Lust drauf, ich habe dafür gar keinen Kopf, das ist mir alles zu schwierig. Wie ich eben schon sagte, es ist natürlich anspruchsvoller. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es sich lohnen kann, sich darauf einzulassen. Und es gibt natürlich auch einsteigerfreundlichere Klassiker, zu denen man dann vielleicht eher greifen kann und die einem als Startpunkt dienen. Denn ich finde, Klassiker wirken auf den ersten Blick auch immer sehr elitär. Leute, die irgendwas in der Richtung studiert haben, haben natürlich ein massives Hintergrundwissen und da denkt man sich auch manchmal, ich habe das gar nicht, ich kann darauf gar nicht aufbauen.
Kann ich damit dann überhaupt was anfangen? Aber ich finde, da muss man sich auch einfach mal trauen, denn Klassiker können wahrscheinlich jedem etwas geben. Und auch wenn diese Bücher vor 200, 300 Jahren geschrieben wurden, ist es halt auch ganz oft so, dass man sich doch irgendwo wiederfindet und sich an gewissen Details oder Charakteren festhalten kann. Und das birgt dann auch den einen oder anderen Aha-Moment. Und deshalb kann ich nur sagen, schaut nicht nur die Videos der Klassikerwoche, ihr findet die ganzen Kanäle natürlich unten in der Infobox, sondern traut euch auch mal was und ja, wagt es einfach mal zum Klassiker zu greifen. Soweit mein kleines oder etwas größeres Vorwort dazu. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die Welt der Klassiker einsteigen und über meine Erfahrungen mit Klassikern sprechen. Natürlich habe ich in der Schule auch schon Klassiker gelesen. Es gibt natürlich auch Leute, die dank Wikipedia durch diverse Deutschkurse durchgekommen sind. Aber ich fand es auch schon in der Schule eigentlich ganz spannend, ja, Klassiker zu lesen, generell Schullektüren zu lesen. Und ich habe sie dann auch alle gelesen. Aber es ist doch noch mal etwas anderes, wenn man sich im Erwachsenenalter damit beschäftigt, wenn man etwas nicht liest, weil man es muss, sondern weil man intrinsisch aus sich selbst heraus motiviert ist und sagt, ich möchte das jetzt für mich in meiner Freizeit machen. Das ist ja auch noch mal eine ganz andere Aussage und das macht mir persönlich auch deutlich mehr Lust auf diese Bücher, als wenn mir jemand vorschreibt, was ich da jetzt lesen muss. Von daher lohnt es sich auch einfach mal so ein paar Vorurteile abzuschaffen. An der Stelle also auch wieder, es lohnt sich und ich möchte an der Stelle mit ein paar Klassikern anfangen, die ich wahnsinnig toll fand und die mir dahingehend auch ein paar Türen geöffnet haben. Und an allererster Stelle steht ein alter Russe. Die alten Russen, das sind die Autoren ganz typischer russischer Klassiker. Das sind Namen wie Dostojewski, das sind Namen wie Tolstoi. Aber ein alter Russe, der es mir sehr angetan hat und der eben auch ein paar Geschichten geschrieben hat, in die man wirklich leicht reinkommt, ist Nikolai Gogol. Von ihm habe ich hier diesen kleinen Doppelband gelesen, Der Mantel und die Nase. Sie spielen in Sankt Petersburg, sind jeweils auch nicht so lang, es sind eher Novellen. Und Gogol hat einfach etwas ganz Besonderes, das er in seine Geschichten hineinwebt. Es hat nämlich fast immer irgendeinen fantastischen Aspekt, jetzt nicht in Richtung Fantasy, sondern vielleicht eher in Richtung des magischen Realismus. Aber ich finde, man taucht da wahnsinnig schnell ein und es sind einfach absurde Geschichten. Nichtsdestotrotz machen sie einen unheimlichen Spaß. In Der Mantel geht es um einen Mann, der wirklich arm ist. Er arbeitet und arbeitet, aber kann sich kaum einen warmen Mantel leisten. Und sein alter Mantel ist irgendwann so verschlissen, dass er einen neuen braucht. Und diesen bekommt er auch und wird daraufhin zu einem ganz anderen Menschen. Es ist einfach toll, was für ein Bild der damaligen Zeit, der damaligen Stadt Sankt Petersburg vermittelt bekommt und was da alles so mitschwingt. Und es ist auch der Wahnsinn, was ein einziger Mantel mit der Gesellschaft in dieser Novelle anstellt. Dazu ist das Ganze natürlich relativ kurz und kurzweilig. Allein deshalb kann ich es schon als Einstieg empfehlen. Denn wenn man sich da so einen 1000-Seiten-Klopper vornimmt, kann es natürlich auch sein, dass das auf den ersten Blick sehr abschreckt. Von daher sind Novellen vielleicht sowieso ein ganz guter Anknüpfpunkt. Aber auch die zweite Novelle in diesem Büchlein hat mir sehr gut gefallen. Das war nämlich Die Nase. Und es geht darum, dass ein Mann seine Nase verliert. Und diese Nase führt fortan ein Eigenleben. Und es ist wirklich, ja, auch hier wieder ein irrwitziger Vorgang. Es ist eine Nase, die scheinbar irgendwie abfällt. Also die Nase wird jetzt nicht durch einen Kampf verloren und die Nase wird auch nicht abgeschnitten, sondern sie ist eines Tages einfach weg. Und auch diese Geschichte nimmt ganz fantastische Ausmaße an und ich fand die Nase fast noch besser als den Mantel. Aber alles in allem kann ich euch diese kleine Sammlung unheimlich ans Herz legen und sie hat in mir auch den Wunsch geweckt, einfach mehr von den alten Russen zu lesen. Ein weiterer alter Russe, auf den ich daraufhin kam, ist Dostojewski und von ihm habe ich Weiße Nächte gelesen. Auch das ein eher dünnes Büchlein, eher eine Novelle. Es geht um einen Mann und um eine Frau, die sich des Nachts treffen. Sie schütten einander ihr Herz aus. Es
entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung und unsere Charaktere stehen hier ganz klar im Fokus. Wir lernen wirklich sehr viel über die beiden, über das Leben der beiden und auch darüber, wie die beiden so gestrickt sind. Ich fand die Facetten, die beide Charaktere hier preisgeben, wirklich spannend und vor allen Dingen gar nicht so altmodisch, wie man vielleicht denken würde. Und allein deshalb hat es sich schon sehr gelohnt, denn wir haben hier natürlich viele altertümliche, klassische Sitten, aber wir haben auch Charaktere, die ihr ganz eigenes Ding daraus machen. Und das hat mir einfach geradezu das Herz gebrochen an diesem Buch und ich kann es auch wahnsinnig empfehlen. Das ist wirklich etwas, was man mal an einem Wochenende durchlesen kann. Und ich finde, da merkt man auch wirklich, wie viel sowas einem geben kann, also was das emotional mit einem machen kann, und das fand ich sehr spannend. Infolgedessen sind auch zwei weitere Dostojewskis bei mir eingezogen, einmal Der Spieler und dann relativ kürzlich auch noch Das Krokodil, aber die beiden sind ungelesen. Ein weiterer doch recht einsteigerfreundlicher Klassiker ist Dracula, wie ich finde, und ich habe Dracula erst auf Englisch begonnen und habe mir dann die deutsche Ausgabe geholt. Das Englische war aber überraschenderweise auch gar nicht so wild. Es war meiner Meinung nach sogar relativ modern. Gut, der Dracula ist jetzt auch nicht fürchterlich alt. Erstmals kam Dracula im Jahr 1897 raus. Also das ist wirklich noch nicht super alt. Das ist eben, ja, knapp über 120 Jahre her. Dementsprechend ist natürlich die Sprache jetzt nicht so krass wie in einem Buch, das irgendwie noch mal eben 100, 200 Jahre älter ist. Nichtsdestotrotz muss man sich ja auch irgendwie rantasten, reinfühlen, und deshalb ist ein nicht ganz so alter Klassiker vielleicht genau das Richtige, und ich fand ihn sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache ganz toll. Und ein weiterer ganz spannender Aspekt hieran ist, dass es eine Geschichte ist, die zigtausendmal adaptiert wurde. Und das Bild, das wir heutzutage von Dracula haben, stammt natürlich eher aus diesen Adaptionen als ja, vom Original. Und dementsprechend ist es wahnsinnig spannend, hier dann auch mal den Ur-Dracula zu lesen, der nicht in der Sonne glitzert, der in der Sonne auch nicht plötzlich verbrennt, der mit düsteren Machenschaften an verschiedenen Orten auf der Welt unterwegs ist. Und wir begleiten in Dracula insbesondere seine Jäger. Und das fand ich sehr cool und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ihr merkt schon, Klassiker sind auch mehr so eine kleine Reise. Denn ein Klassiker, zu dem mich dann Dracula brachte, war relativ logisch Frankenstein, auch in dieser wunderschönen Reklamausgabe erschienen. Also ich liebe diese Reklamausgaben, sie sind halt ein bisschen größer. Sie haben auch immer so ein kleines Vorsatzpapier, was ich sehr schön finde. Sie haben tolle Cover, sie sind in der Regel auch richtig schön, ja, flexibel. Man kann sie schön aufklappen, das macht Spaß, sie zu lesen. Und ich dachte mir, auch Frankenstein ist eben ein Werk, das tausendmal adaptiert wurde. Wir haben alle unser Bild von Frankenstein. Jeder hat diesen Namen schon mal gehört. Aber was jetzt hier im Original passiert, ist eine ganz andere Sache. Und zu Frankenstein gibt es auch eine relativ moderne Adaption, und zwar Frankenstein. Das will ich unbedingt auch mal lesen. Aber erst ist das Original dran. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Das möchte ich auch unbedingt sehr bald lesen. Und ein weiterer einsteigerfreundlicher Klassiker, den ich euch zeigen möchte, ist Sturmhöhe von Emily Bronte. Und ich hätte es gar nicht gedacht, aber dieses Buch hat mich wirklich von den Socken gehauen. Dazu kann ich euch auch noch mal eine sehr schöne englische Ausgabe zeigen, und zwar diese hier. Also davon habe ich auch noch mal Jane Eyre. Ich finde es wunderschön gemacht, aber ich kriege echt die Krise mit der Sprache. Die ist nämlich an der Stelle für mich doch ein bisschen zu alt. Ich muss mich wahnsinnig konzentrieren. Zum einen, weil es natürlich nicht meine Muttersprache ist. Zum anderen, weil es eben doch aus einer ganz anderen Zeit stammt. Und deshalb habe ich die englische Ausgabe relativ schnell ad acta gelegt, auch wenn ich sie ob ihrer Schönheit unbedingt behalten möchte. Und bin hier auch zur deutschen Ausgabe gekommen, auch hier wieder von Reklam. Und Sturmhöhe ist einfach etwas ganz anderes, als ich gedacht hätte. Ich hätte angenommen, dass das irgend so ein Schnulzroman ist, ja, wo auf irgendwelchen britischen Hills ein Liebespaar steht im Sturm und alles dreht sich auch nur um die Liebe und um Schnulz, aber so ist es nicht. Auch wenn viele ältere Titel dieses Werks, das hat nämlich auf Deutsch nicht immer Sturmhöhe geheißen, sondern es gibt auch Varianten von Liebe und Hass auf Wuthering Heights, und ja, das klingt für meine Ohren jetzt nicht sonderlich attraktiv, aber Sturmhöhe hat mir
einfach super, super gut gefallen. Es geht um einen etwas jüngeren Mann, der auf ein Gut zieht und dort ist auch die alte Haushälterin immer noch beschäftigt. Und er macht sich eines Tages auf den Weg zu seinen Verpächtern, die auf einem anderen Gut leben, und lernt so eine sehr skurrile Konstellation von Menschen kennen, die sich offensichtlich alle nicht so richtig leiden können. Und es kommt dann dazu, dass seine alte Haushälterin ihm die Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Es ist eine Geschichte, die insbesondere vom Hass, vom Bösen im Menschen erzählt. Dazu haben wir auch einen Book-O-Clock-Stream gemacht und eine Sache, die mir da irgendwie ganz doll im Gedächtnis geblieben ist, ist die Frage, wie viel kann ein Mensch aushalten? Und dieser Frage widmet sich im Großen und Ganzen der Roman und es geht auch darum, wie ein gewisser Hass, der Menschen entgegengebracht wird, diese Menschen auch beeinflusst und wie er sich dann eben auch auf diese Menschen überträgt. Und ja, im Grunde erfahren wir hier eine Chronik dessen, wie man einen bösen Menschen baut. Ich fand es unfassbar spannend, es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ja, es war einfach spannend, mal menschliche Abgründe aus dieser Zeit zu erleben. Auch das Nachwort fand ich sehr aufschlussreich und ich möchte definitiv mehr von den Bronte-Schwestern lesen, also die drei großen Werke. Gibt es eben in dieser Ausgabe, da freue ich mich auch schon drauf, die anderen beiden werde ich mir noch holen. Leider ist insbesondere hier Emily Bronte nicht sonderlich alt geworden und dementsprechend ist das ihr einziger Roman, aber ja, es hat definitiv was ganz, ganz, ganz Besonderes an sich und hier merkt man auch, wie die persönliche Situation der AutorInnen sich auch auf die Charaktere überträgt oder wie es die Charakterwahl auch beeinflussen kann. Das spielt hier auch noch eine ganz, ganz große Rolle. In jedem Fall eine ganz große Empfehlung. Lasst euch nicht von diesem Klischeebild, das ich euch hier am Anfang quasi gemalt habe, beeinflussen, sondern ich kann sehr empfehlen, es einfach mal anzufangen, es einfach mal anzulesen. Es hat mich sehr schnell nicht mehr losgelassen. Ich habe es schon angesprochen, die Ausgaben von Klassikern sind für mich nicht ganz unerheblich. Für mich ist es ganz besonders wichtig, dass mir die Ausgabe Freude bringt. Also, dass man sie vernünftig aufschlagen kann, dass der Textsatz nicht fürchterlich anstrengend ist, aber auch, dass die Übersetzung vernünftig ist. Und das ist bei Klassikern ein echt heikles Thema. Und ich gehe da dann immer so ran, dass ich natürlich erstmal online gehe und schaue, was denn für Meinungen zu den unterschiedlichen Übersetzungen kursieren. Übersetzungen sind natürlich nicht immer brandneu, sondern Übersetzungen können halt mal eben auch gut und gerne 100 Jahre alt sein und das Alter der Übersetzungen spielt aber gar keine so große Rolle, was die Lesbarkeit anbelangt. Es kann auch gut sein, dass ihr zum Beispiel bei Sturmhöhe die Übersetzung von 1918 erwischt und die ist total toll lesbar. Es kann sein, dass ihr eine aus den 50ern nehmt und die ist völliger Schrott. Es ist völlig unterschiedlich und ich finde, die Qualität von Übersetzungen kann auch fürchterlich schwanken. Also ist es jetzt nicht so, dass ich sage, nehmt unbedingt eine Übersetzung, die innerhalb der letzten 20 Jahre entstanden ist. Das hat nämlich überhaupt nichts damit zu tun, wie gut man das Ganze lesen kann. Und ich finde, es ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, einen Klassiker so modern wie möglich zu übersetzen. Denn ich möchte natürlich auch noch ein bisschen Charme älterer Zeiten da mitschwingen haben. Insofern sollte die Sprache auch zur Sprache der Zeit passen, aber das ist in der Übersetzung schwierig. Und dazu ist es schwierig, diesen Zeitgeist mitzuliefern und gleichzeitig eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Es ist somit ein schwieriges, aber auch ein sehr individuelles Thema. Insofern kann ich nur empfehlen, setzt euch vorher damit auseinander, damit ihr hoffentlich auch eine Ausgabe erwischt, an der ihr Freude habt. Ich habe da jetzt keine Rule of Thumb, sondern ich lasse mich einfach davon beeinflussen, was ich online so lese. Und es gibt natürlich auch Verlage, die bessere und Verlage, die schlechtere Übersetzungen rausbringen. Nichtsdestotrotz versuche ich einfach, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist auch wahnsinnig spannend. Und natürlich sind Übersetzungen immer spannend, denn es geht immer darum, die Sprache der OriginalautorInnen in die jeweilige andere Sprache zu übersetzen. Und das ist schon schwierig genug, aber ich glaube, bei Klassikern gehört da einfach noch viel, viel mehr dazu. Und insofern, ja, schaut, was ihr online finden könnt.
Lest vielleicht auch meine Leseprobe. Alles andere ist dann eigentlich auch nur noch Bauchgefühl. Es kann sein, dass eine Übersetzung, die ich ganz toll finde, für euch totaler Käse ist. Deshalb will ich da auch gar keine zu großen Empfehlungen aussprechen. Aber es gibt verschiedene ÜbersetzerInnen, es gibt verschiedene Ausgaben und dafür wollte ich euch an der Stelle ein bisschen sensibilisieren. Gehen wir wieder weg vom Thema Übersetzung, denn als nächstes zeige ich euch drei Ausgaben, die im Original sind, also in der Originalsprache, aber die ich trotzdem angelesen und nie weitergelesen habe. Das ist für mich so ein ganz typisches Klassikerphänomen. Das habe ich bei ein paar Büchern, nicht bei allen zum Glück, aber es passiert mir immer mal wieder, dass ich mit einem Buch nicht unbedingt was anfangen kann, was natürlich auch an älteren Erzählstrukturen liegen kann, aber eben auch an der Art und Weise, wie das Ganze geschrieben ist und an der Tatsache, ob ich wirklich am Ball bleiben kann oder nicht. Ein Beispiel dafür ist Slaughterhouse-Five von Kurt Vonnegut. Da bin ich sogar relativ weit gekommen, also ja, nicht ganz bei der Hälfte, aber fast. Und es hat mich erst fürchterlich berührt, denn als erstes erzählt Kurt Vonnegut ein bisschen darüber, wie er diesen Roman geschrieben hat. Er war selbst im Zweiten Weltkrieg und kehrt nach Dresden zurück, kehrt zu einem alten Bekannten zurück und das hat mich total berührt, wie er das Ganze beschreibt. Und dann steigt er in seine eigentliche Geschichte ein, die teils auch fiktive Elemente beinhaltet und teils auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und diese fiktive Geschichte fand ich aber fürchterlich anstrengend, denn wir haben es mit einem Protagonisten zu tun, den ich unfassbar unsympathisch finde und es passieren teilweise sehr kontroverse Sachen und es gibt da einfach so viele Absätze, die einfach enden mit so it goes, also so ist das halt, so läuft das, so war es damals und das ist einfach immer so eine hinnehmende Struktur und die zieht sich für mich zumindest durch diese erste Hälfte des Buches sehr stark durch und irgendwann konnte ich einfach nichts mehr damit anfangen. Insofern reiht es sich in meine angelesenen und nie weitergelesenen Klassiker ein, auch wenn es definitiv kein schlechtes Buch ist. Noch eine sehr besondere Historie habe ich mit 1984 von George Orwell. Ich weiß, dass viele Leute dieses Buch lieben. Ich weiß, dass es fürchterlich essentiell in seiner Aussage ist. Nichtsdestotrotz ist mein großes Problem, dass ich in diesem Buch immer so 15 bis 20 Seiten lese und dann bin ich einfach verloren. Irgendwie komme ich nicht richtig rein und dann lege ich das Buch weg, habe beim nächsten Mal schon wieder vergessen, worum es geht, fange wieder von vorne an und stocke eigentlich im Grunde im ganz genau selben Intervall immer wieder und immer wieder. Und ich habe inzwischen überlegt, ob ich mir davon nicht mal eine Übersetzung genehmige, denn diese Ausgabe macht auch nur bedingt Spaß. Sie ist wahnsinnig starr, also wenn ich das hier mal so festhalte, dieses Buch klappt eigentlich so gut wie gar nicht von alleine auf und das nervt mich schrecklich. Und dieser Schriftsatz ist natürlich auch nicht besonders toll, nicht besonders augenfreundlich und eventuell vermiest auch diese Tatsache mir das Lesen dieses Buches, aber ja, es gibt glücklicherweise auch sehr schöne deutsche Ausgaben dazu und vielleicht genehmige ich mir das ja mal. Denn eigentlich habe ich auch definitiv das Bedürfnis, dieses Buch endlich mal zu lesen. In meinem Abi-Jahrgang damals stand das sogar als Lektüre auf dem Plan. Wir haben dann aber Brave New World gelesen, was aber auch nicht schlecht war. Und ein Buch, bei dem ich sehr schnell kapituliert habe, ist Faust von Goethe. Hier habe ich den ersten Teil auch in so einer etwas größeren Ausgabe. Ich dachte, ich hole mir die mal. Das ist ja so eine Text- und Kontextausgabe, heißt also, man hat zum einen den ganz normalen Text, wie er bei Reklam erschienen ist, aber auch noch ganz viele weitere Materialien. Und was mir vorm Lesen aber auch nicht klar war, ist, dass das Ganze in Reimform geschrieben ist. Also ich wusste natürlich, dass es ein Drama ist, aber ich finde, diese Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird, macht es so anstrengend, dass ich unfassbar schnell kapituliert habe und nie wieder reingeblättert habe, auch wenn ich persönlich eigentlich schon den Anspruch an mich selbst habe, den Faust zu kennen. Einfach weil so viele Dinge aus der Literatur darauf basieren und das sind dann einfach Referenzen, die mir völlig entgleiten, was ich sehr schade finde. Vielleicht habt ihr dazu ja auch nochmal irgendeinen schönen Tipp, aber
Ja, der Faust und ich sind bisher noch keine Freunde geworden und ich sehe nicht ganz so viel Hoffnung für uns beide. Zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp für alle, die vielleicht nicht unbedingt den Nerv haben, Klassiker zu lesen, aber trotzdem die Geschichten erfahren wollen. Es gibt ganz, ganz tolle Adaptionen, oft auch in Graphic Novel Form, und zwei Graphic Novels kann ich euch definitiv ans Herz legen. Die erste ist Teil einer Reihe, in der Geschichten von H.P. Lovecraft in Manga-Form herausgebracht wurden. Und es ist aber kein ganz klassischer Manga. Es sind sehr düstere Zeichnungen, die irgendwo zwischen japanischem Stil und westlichem Stil hin und her pendeln und die wahnsinnig viel Atmosphäre rüberbringen. Wir haben es hier mit der Farbe aus dem All zu tun. Das ist also eine Geschichte in einem Band. Es gibt aber auch noch kürzere Geschichten, die dann in einem Band zusammengefasst wurden. Und ich glaube, die allerneuesten Bände davon sind sogar ein Mehrteiler. Aber ich bin riesiger Fan davon und kann euch das sehr empfehlen. Gerade wenn ihr euch für Lovecraft interessiert, für den Cthulhu-Mythos, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Auch wenn ich persönlich unbedingt auch mal mit dem Original-Cthulhu-Mythos anfangen möchte und mich mit den Geschichten von Lovecraft auseinandersetzen möchte. Aber auch da bin ich gerade noch ein bisschen zaghaft, weil ich mich noch nicht für eine Ausgabe entscheiden konnte und es ist alles immer so schrecklich schwierig. Und eine weitere Reihe, die in dem Sinne nicht ganz eine Reihe ist, zumindest keine fortlaufende, sind die Unheimlichen aus dem Carlsen Verlag. Da werden unterschiedliche Horrorklassiker in Graphic Novel Form gegossen von unterschiedlichen Graphic Novel und Comic-KünstlerInnen. Und das ist auch immer sehr, sehr spannend, denn diese Geschichten sind natürlich Adaptionen. Das heißt, manchmal weichen sie völlig ab. Hier haben wir zum Beispiel Berenice von Edgar Allan Poe umgesetzt von Lukas Jüliger und er macht das Ganze aber wahnsinnig modern. Also hier haben wir es dann plötzlich auch mit dem Internet zu tun und mit unserer heutigen Zeit, aber die Geschichte, die hier erzählt wird, ist wahnsinnig nah am Original und das ist auch immer völlig faszinierend. Von daher, wenn ihr euch damit schwer tut, einen Klassiker im Original zu lesen, sind solche Graphic Novels ja vielleicht auch ein toller Zugewinn für euch. Ja, jetzt habe ich fürchterlich viel erzählt. Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute dabei und dran geblieben. Und ich hoffe, es war alles in allem spannend für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende neue Werke entdecken und habt alles in allem einfach Lust auf Klassiker bekommen. Schaut auch unbedingt bei den anderen Kanälen vorbei. Morgen ist der liebe Senf dran. Aber ihr findet unten natürlich eine lange Liste mit allen Kanälen, die dabei sind. Klickt euch da sehr gern mal durch. Und ich hoffe, ihr findet auch noch einige weitere tolle Buchtipps im Rahmen der Klassikerwoche. Aber ich glaube, das ist im Grunde eigentlich sichergestellt. Es sind so tolle Kanäle dabei. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, ein Teil davon zu sein. Und schreibt mir doch sehr gern in die Kommentare, was euer Verhältnis zu Klassikern ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Falls ihr irgendwelche tollen Tipps habt, schreibt auch die gerne unten rein. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen tollen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.